Ich bin die, die ich bin, und ich weiß, wer ich bin. Ich sorge für mich unter allen Umständen, doch ich kann auch andere für mich sorgen lassen. Ich habe die Wahl. Es gibt keine Autorität, die über mir steht. Meine Urteilskraft ist bestens geschärft. Ich regiere über mich selbst und bin frei vom Einfluss anderer. Ich kann voneinander trennen, was getrennt werden muss. Ich komme so zu einer klaren Entscheidung. Ich kann für mich selbst denken. Ich richte meine Aufmerksamkeit genau aus. Dann erst ziele ich mit meinem Bogen. Meine Pfeile treffen immer ihr Ziel. Ich gehe durch den Wald und spreche vertraut mit den Tieren. Ich tanze barfuß im Regen, nackt und frei. Ich reise auf Pfaden, die ich selber erschaffe, und so, wie es mir gefällt. Meine Instinkte sind wach und glasklar. Meine Intuition und mein Geruchssinn, alles durchdringend. Frei zeige ich meine Lebendigkeit, meine reine, übersprudelnde Fröhlichkeit zu meiner eigenen Freude. Denn das ist meine Natur. So muss es sein. Ich bin die wilde, fröhliche Lebenskraft. Komm her und begegne mir. Die Einhörner unterstützen meine Bestrebungen. Ich weiß, dass mir mein Einhorn ganz nah ist. Ich bin ausgeglichen, stark und würdevoll, denn mein Einhorn ist bei mir. Ich halte heute nach einer Botschaft der Einhörner Ausschau. Die Einhörner helfen mir. Ich packe alle sich mir bietenden Gelegenheiten beim Schopf und erschaffe meine eigenen Chancen. Ich handle weise und mitfühlend. Die Königin der Einhörner hat ein offenes Herz, ein geöffnetes drittes Auge und eine Krone. Sie repräsentiert den weiblichen Aspekt des Göttlichen und fordert sie auf, weise und mitfühlend zu handeln. Ich handle weise und mitfühlend. Ich kann jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Ich bin bereit dazu, genau die Realität zu schaffen, die ich möchte. Du musst die Realität wirklich aktiv erschaffen. Du musst handeln. Es ist Aktion nötig. Sei bereit, etwas Neues zu tun. Sei bereit, die kristalline Matrix in dir zum Erwachen zu bringen. Sei bereit, viel Geld in dich zu investieren und sei dir selbst mehr wert. Die beste Altersvorsorge ist, in dich selbst zu investieren und in den Planeten. Unterstütze Projekte, die dem Menschen dienen, die zum Ziel haben, das Bewusstsein der Menschheit zu erhöhen. Wähle deine Realität und sei bereit, diese zu erschaffen.
Mein höheres Selbst bringt mir alles, was ich brauche, zur idealen Zeit und auf perfekte Weise. Dein höchstes Bewusstsein hat immer den Überblick und weiß genau, wie das Orchester harmonisch zusammenspielt, sodass deine Melodien entstehen, die voller Liebenswürdigkeit durch das ganze Universum hallt. Das Orchester ist dein Leben, der Komponist dein höheres Selbst, der Dirigent dein Herz. Die Musiker sind deine Mitmenschen und die Situationen und Gegebenheiten in deinem Leben. Das höhere Selbst kennt die Partitur und weiß genau, wie es am Ende klingen muss. Dein Herz schwingt sich auf dessen genaue Intention ein und führt dich zu den leisen Klängen hin und zeigt dir, wie die dynamischen und kraftvollen Stellen klingen müssen, damit am Ende ein Kunstwerk von unbeschreiblicher Güte und Schönheit entsteht. Ist alles richtig orchestriert? Kommt das Kunstwerk in seiner ganzen Grandiosität zum Klingen. Meine Ersparnisse sind ein Magnet für noch mehr Wohlstand und Überfluss. Erlerne bitte zu unterscheiden, ob Ersparnisse auf Gier oder auf Angst basieren und damit eine andere Energie tragen als die Ersparnisse, die da sind, weil du nicht mehr damit nachkommst, das Geld auszugeben, das auf dich zuströmt. Mit zunehmendem Bewusstsein wirst du immer weniger das Bedürfnis haben, dich anhand von Einkäufen oder materiellen Dingen zu befriedigen. Es wird aber der Zeitpunkt kommen, an dem du etwas entdeckst, in das du gern investieren möchtest, das dir große Freude macht. Bis dahin werden deine Ersparnisse immer mehr als Magnet dienen und ganz automatisch immer mehr Geld anziehen. Meine Ersparnisse sind ein Magnet für noch mehr Wohlstand und Überfluss. Wenn ich tue, was ich liebe, fließt Geld und Wohlstand frei zu mir her. Mein eigenwilliger Charakter erfährt durch Begegnungen mit anderen Menschen eine wundervolle Bereicherung. Ich verbinde meine Kraft mit meiner lichtvollen Herzensenergie, mit meiner Liebe. Indem ich meinen Raum auf dieser Welt einnehme, kann ich etwas bewegen und meine Aufgaben erfüllen. Ich stehe mit dem Bewusstsein meiner selbst in spiritueller Verbindung mit der Welt. Ich setze meine Intelligenz, meine geistige Kreativität zum Wohl für die Erde ein.